einfach Richtung Norden. Da kommen ja dann auch mehr Sachen. Also hier unten haben wir jetzt wohl wirklich so ein bisschen erstmal das beendet. Das hier ist auch wieder ein Gebiet, wo ich ungern 10.000 Mal durchreiten möchte. Weil die teilweise erst so etwas spät eingefaced werden. Hier ist eigentlich prädestiniert, um irgendwie so ein paar Truppen hinzustellen. Aber dann wohl doch nicht. So, Bestandteil 1. Ja, doch, hier waren wir schon mal, klar. Ich habe sogar einen Flugmeister hier, stimmt. Hätte also rüber gekonnt. So. Ach so, und das Ritual Kein müssen wir auch noch abschließen. Problem, Freundchen. Ich habe natürlich vorgelesen. Also es geht darum, dass ich halt wie ein Bluttroll aussehe. Wir sehen uns Ja. später. Ich warn euch mal. Wird ein bisschen wehtun. Naja, vielleicht ein bisschen mehr. Die Bluttrollfrauen befehlen die Kriegsmeuten. Also müsst ihr wie eine aussehen. Lasst mich mal machen. Das kriege ich hin. So, hab euch den Geist von dem Bluttroll verpasst. Die Magie wird euch verwandeln, wenn ihr näher an ihr Dorf rangeht. Na, wenn das mal alles Braucht gut ihr ein geht. bisschen Voodoo? Hast du mir schon gegeben. Wir sollen also jetzt noch Salama und Yoshunga Das war. finden. In der Nähe von ihrem Lager werdet ihr in eine von denen verwandelt. Aber passt auf, die Tarnung ist nicht perfekt. Wahrscheinlich gibt es noch wieder irgendwas wie. Gab es ja auch mal irgendwo verwandelt und dann darf man zum Beispiel nicht zu nah an die Hunde oder an Augen. Und wahrscheinlich könnte das hier was Ähnliches sein. Das Salama so gleich sollte ich verwandelt werden. Ich glaube, ich wurde verwandelt. Schauen wir uns mal kurz an. Wie sehe ich jetzt aus? Ja, liebreizend, würde ich sagen. Und es wundert sich jetzt auch keiner von denen, wenn ich hier mit einem riesen Raptor reinreite. So leben also die Bluttrolle. Ich sehe eine Schatztruhe. Ich sehe ein Rare. Hallo. Schatztruhe weiter oben. Ich schaue Das erstmal nach unten. gefällt mir. Bringt mehr in meine Höhle. Ich muss mit dem Meister Zwiesprache halten. Schatztruhe könnte auch in dem Gebäude hier drüber sein. Kann ich hier einfach rein, ohne Ärger zu kriegen? Sind nur Fiolen. Hallo. Wo hast du denn deine Schatztruhe? Da ist die Schatztruhe. Was kann ich da einfach so reinschauen, während du einen Wal anbetest? Anscheinend. So, könnten natürlich jetzt auch erstmal noch nach dem Rare schauen. Bevor wir hier dann in dem Lager wirklich weitermachen. Das ist Fleischfett, natürlich. Hallo Fetzi. Mach ich dich diesmal halt alleine. Wow, wei, Rücken an den Bauch. Weil das sind überall noch so die Kleinen unterwegs, die wahrscheinlich nicht so viel Probleme machen würden, aber muss ja nicht sein. So, jetzt brauchen wir auch noch Hilfe. Sehr schön. Oder der ist halt bei den Kleinen unterwegs.
Ich sehe schon wieder den nächsten Way auf der Karte. Aber gleich gehen wir jetzt dann mal in das Lager der Blut. Oh, schön. Lass mal kurz schauen, die könnten besser sein. Ja. Werden angezogen. Oh, und jetzt hier Blutsucher Yoshunga. Wie sollen wir das nur bewältigen? Dunkle Zeiten in Sandala. Ah, okay. Quasi haben wir hier jemanden zum Infiltrieren hingeschickt. Hütet euch vor dem Blut. Ihr seid der Bossmutter. Ich mach mich los. Tut natürlich so als, ne, weil die Frauen hier kommandieren, haben wir ja gelernt. Und dann tut er so, als würde ich ihn hier hinschicken. Ich hasse Blutrolle. Und hey, freundlich. Und der gibt uns jetzt hier Aufgaben drin. Zum Beispiel einen Akkordarbeiter testen. Und dann drei Leuten sagen ihr. Passt mal auf euch auf. Ich brauche euch noch. Das hier wieder, das gibt wieder bestimmt irgendeinen Buff, den ich will oder nicht will. Ich habe Lebensraub. Nee, weiß ich nicht. So, dann laufen wir mal die drei Stellen hier ab. Fangen wir doch mal mit da oben an und dann schauen wir, ob wir unterwegs noch Akkordarbeiter finden. Ah, wahrscheinlich hier die Posten auf den Wachtürmen. Ich finde das immer noch so furchtbar uneffektiv, da solche riesen Wendeltreppen außenrum zu bauen. Und die Spur von Eindringlingen verfolgen, die nahe jemals Arbeitsraum abgeboxt haben. Waren wir das? Aber auf jeden Fall gehst du hier jetzt erstmal weg. Ja, Mutter, für euch tue ich alles. Ha, da wäre ich fast den Gegner reingerannt. Das muss nicht sein. So, jetzt holen wir uns das da oben. Da sehe ich, glaube ich, einen Akkordarbeiter. Okay, die... Erinnert mich gerade eher so an S&M-Sachen. Ich fühle keinen Schmerz. Ich kann auch mehr aushalten. Gib's mir. Dann brauchen wir nur noch einen. Haben wir ja da, komm, bevor wir da hochgehen. Haben wir es hinter uns. Da muss ich hier nicht hin und her. Beziehungsweise später noch denken. Wahrscheinlich werde ich gleich auf dem Weg zum dritten. Ja, ich wäre genau hier vorbeigekommen. Ich sehe es gerade. Weil ich wollte ja oben anfangen, seht ihr, und dann wäre ich nach Süden. Dann wäre ich an dem vorbeigekommen. Aber egal. Und das ist hier der Turm. Hat schon mal so da ein bisschen in die Ferne geschaut. Da, ja, da werden wir irgendwann zu spät kommen. Und dann jetzt noch nach Süden. Auf den Turm. Turm sehe ich auch schon. Alles kein Problem. Da ist ein Loer. Ja, hier, Herr Giftkiefer. Guten Tag. Ja, Gift, Debuff. Sumpfgas. Kann ich da... Oh, warte mal. Das macht ja Schaden. Ist das nur in einem bestimmten Bereich oder ist das überall? Ich muss hier wirklich ein bisschen aufpassen.
Schließ das gleich aus. Gleich kann ich dann... So kann ich es nicht unterbrechen, aber von hinten schießt jetzt, glaube ich, jemand mit drauf. Ja, das ist der erste Wehr, wo ich aufpassen muss. Wow. Sauber. Ja, die anderen immer so locker weggemacht. Und ich hatte halt das erste Mal das Gefühl bei dem... Ich hätte euch nicht so schnell zurück erwartet. Oh, ist das der, mit dem ich gerade gekämpft habe? Das ist dann aber nett. Ja, war hier wohl das Gift. Gas. Und ja, ich bin auch jemand, der Danke sagt. Die Quests hole ich mir, bevor ich es vergesse, dass da überhaupt was ist. Und dann beende ich erst die dritte. Beziehungsweise gehe auf den Wachturm. Na, bevor ich nachher nicht mehr daran denke, dass hier was war, nicht mehr weiß, wo es weitergeht, hole ich mir die erst. Weiß nur wer. Es ist immer so, ne? Das ist aber kein Wer. Das ist ein Wer. Und er kämpft. Da mache ich mit. Ich hoffe, dass der Elite von hinten nicht hier seine Route hat. Und ich da auch nicht reingestoßen werde, idealerweise. So. Jetzt gehen wir aber auf den Wachturm raus. Auch wieder markieren, damit wir jetzt wissen, wo wir hin wollen. Jetzt haben wir doch so sehr viele verschiedene Aufgaben bekommen. Müsste nicht wieder zum Blutroll werden. Danke. Schlimmste wäre gewesen, weil ich gestorben bin, muss ich nochmal zum Hexendoktor zurück und der mir eine neue Verwandlung holen. Das hat es ja auch schon mal gegeben. So, das geben wir bei Blutsucher Jochunga ab, den wir in der Hütte geschickt hatten. Dürfte die da drüben sein. Schön, dass wir eine ganze Hütte für uns alleine haben, wo uns nie jemand beobachtet. Dunkle Zeiten in Sandala. Oh, immer weiter Artefakt macht. Kommt, was macht ihr da? Was mache ich denn da? Eure Tarnung ist weg. Warum ist meine noch da? Schätze, das ändert die Sache. Wie sollen wir das nur bewältigen? Gut, das war dann ein Kurzvergnügen als Blutroll. Dann holen wir uns jetzt ein paar Talismane von Bluthexen. Und wir werden verzählte Kriegsbluten vergiften. Jetzt müssen wir hier drin auch kämpfen anscheinend. Wer seid ihr denn? Und hier gibt es auch noch einen Bonus-Quest. Schauen wir einfach mal, wie weit wir dabei kommen. Das ist wahrscheinlich auch für das Bonus-Ziel. Ist hier eine der Hexen drin? Würde ich mal vermuten.
Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Hier kann ich erstmal was essen. Ist egal. Portal ist. Ach, guck mal. Da gerade wieder gekommen. Die wird dann natürlich den Talisman mit ihrem eigenen Namen auch haben. Davon gibt es dann drei. Ist aber ein schönes Licht. Achso, die ist im Blut verschwunden. Wie schön. Wenn das der Nebeneffekt von dem Lichteffekt ist, dann will ich ihn doch nicht. Hier ist irgendwas mit Kriegsgut, habe ich schon gesehen. Aber auf jeden Fall müssen wir hier auch noch rein. Die verschwindet auch in ihrer Blutlache. Und hat mich dann wieder vergessen, dreht sich von mir weg. Und noch einmal. Gleich mal Schluss. Bitte geh nicht noch mal ins Blut runter. Ihre sei hier, ja. Der auch. Und einen dritten gibt's noch. Oh, eine dritte, weil sie sind ja Hexen. Weg kann ich noch einmal hier anklicken. Und hier das und da drüben noch eine Blutbottich pinkeln. Und hier vorne auch noch. Blutdruck könnte ich auch theoretisch töten. Aber ich hole mir erstmal die dritte Bluthexe. Ach. Hier war ich doch vorhin schon drin und habe die Schatzruhe geklaut, ne? In der Hoffnung, dass ich dann auch mal eine neue Mission wieder losschicken kann. Obwohl, das hing ja zeitgleich auch noch das... Also Ressourcen fehlten und wir brauchten natürlich auch die Truppen für die Konterfähigkeit. So, Italismann haben wir. Wo sind denn jetzt diese Viecher, die ich vergiften muss? Ach, guck mal, das sind die Vögelchen da. Kann ich da Gift hochwerfen? Ja. Na gut, dann holen wir da uns ein paar von. Zum Beispiel hier drüben noch einen. Dann können wir unterwegs hier auch draufklicken. Hey, Mann. Hey. Oh, und da fallen die dann runter. Ich würde sagen, dass es mir leid tut. Jetzt sehe ich schon hier quasi einmal im Kreis um das ganze Ding rum und dann habe ich wahrscheinlich genug vergiftet. So. Hier, es geht recht schnell, weil da muss man auch nicht töten und weil die Gegner eh gerade tot sind, kann man die ganzen Sachen anklicken, die hier so rumliegen. Und dann geht das auch einigermaßen schnell. Dann
Gut, einen werden wir mal kurz hier drüben bekämpfen, weil ich an die beiden Käfige möchte. Wo die genau vorsteht. So. Einmal klack. Und, ne, jetzt sollten wir auch den richtigen anklicken, dann klappt's. So, dann hier drüben noch Blut und dann müssen wir noch ein Vieh vergiften. Dann nehmen wir doch mal das hier. So, ein bisschen noch was fürs Bonus-Objective. Dann nehmen wir doch mal hier drüben das Blutdingen. Ihr werdet ein Festmahl für meine Fledermaus abgeben. Nö, nee, muss nicht sein. Deine Fledermäuse habe ich gerade alle vergiftet. Zudem. Ein bisschen noch. So, ein, zwei Sachen fürs Bonusziel brauche ich. Da drüben scheint nichts mehr zu kommen. Und in der Grube auch nicht. Sollte es echt an so ein paar Prozenten scheitern, weil nicht mehr genug da sind und ich auf den Respawn warten müsste. Nehmen wir mal hier ein bisschen Blutrausch in der Zeit. Könnte natürlich auch Gegner töten, ne? Da stand ja auch der Name von der Quest dabei, das würde also auch funktionieren. Ja, Blut. Habe ich dich aus Versehen hinter den Tisch geschleudert? Das tut mir leid. 97. Einen noch. Dann nehmen wir den hier. Businga! Ja, Businga. Sag ich da immer. Okay, das Basinga. So, Bonusziel abgeschlossen. Geben wir mal die normalen Quests hier in der Hütte ab. Ich hasse Blutrolle. Ja, hast du schon mal gesagt. So, was gibt's denn hier? Wir könnten 152er ersetzen. Oder ja. So, das Offensivfähigkeiten. Ja, brauche ich eh nicht. Passt mal auf euch auf. Ich brauche euch noch. Und ich werde mich allein annehmen. Erik, jetzt wird's ernst. Wenn das nicht klappt, sind wir mausetot. Ach was, wird schon alles super. Aber auf wie jeden Fall ist da wir draußen das jemand bewältigen? Sauer. Kommt heil wieder zurück. Meine Diener, lasst ab! Ihr Frevler, tretet vor und seht eurem Ende ins Auge. Euer Blut wird Gahun speisen. Dunkle Zeiten in Sandala. Hütet euch vor den Bluttrollen. Großer Herik, wir flehen um Gnade. O Mächtiger, verschont uns! Gnade? Dummes Insekt, wir werden euch und ganz Suldasar auslöschen. Na gut, jetzt töten! Denkt ihr wirklich, ihr könnt mich, ich werde... Das mache ich mir einfach so giftig, giftig. Ein Gift. Ein ganz schlimmes Gift. Habt ihr mir angetan? Die Kamera ist klappt. Super. Nicht aufhören, weiter stechen. Ja, ne? Man nennt mich auch die Nadel. Die Macht meines Meisters durchströmt mich. Ich werde mich an eurem gebrochenen Leib laben.
Ihr seid stark, aber keiner hält der Macht eines Loas stand. Komme ich jetzt Schaden? Runter! Da kommt Hirik! Anscheinend nicht. Nach all euren Heldentaten endet ihr Tod in meiner Höhle. Ich labe mich an euch. Wenn ich wieder bei Kräften bin. Also ich hätte das anders gemacht. Wenn ich nicht bei Kräften bin, weil ich geschwächt bin und gut, ich so ein Loa bin, der denkt, dann esse ich Feinde. Wir brauchen einen neuen Plan. Ja, neuer Plan klingt nach dem Plan. Und den neuen Plan, den schauen wir uns dann erst, ja, hier die Quest können wir noch abgeben. Ich hasse Bluttrolle. Und wir müssen auch direkt besiegen. Geht ihr weiter? Ich werde schon wieder. Ich brauche nur Zeit. Wisst ihr was? Ich hänge noch eine Minute dran, dann töte ich den. Dann gehe ich zurück zum Schiff. Dann sollten wir Truppen haben. Hätte ich mich mal eher dazu entschieden. Müssen wir kurz warten. Ne, wie gesagt, weil ich weiß, dass ich Kriegsressourcen bekommen habe und die Truppenrekrutierung fast eine Stunde her sein müsste. Das war der Anfang der Aufnahmesitzung. Würde ich das noch schnell machen. Und weil ich denke, dass ich eventuell nach dem Töten hier aus der Höhle wieder raus kann, könnte ich dann zurückfliegen zum Schiff und das machen. Und es sollte ja maximal eine Minute dauern, bis Hirik wieder da ist. Und vielleicht haben wir noch einen anderen Spieler hier in der Nähe. Deswegen schaue ich gerade auch schon mal so ein bisschen. Also ich schaue einmal nach vorne, ist Hirik da, schaue nach hinten, kommen Spieler. Vorne, hinten, vorne, hinten. Und der ist leider nicht für mich getappt gewesen. So, da haben wir ihn neu. Auf geht's. Ich labe mich an eurem Fleisch und reiche eure Seele meinem Meister da. Entdeckung. Ich weiß halt nicht, ob es gereicht hätte, einfach weg, aber Entdeckung hörte sich an, wie geht hinter einen Baum. Da bin ich wieder, hallo. Jetzt mal sterben langsam. Wäre mir ganz recht. Hirik war ein Diener von Gahun. Dafür werdet ihr bezahlen. Zuerst wird Zuldazar fallen und dann die Horde. Ihr ja, da habt ihr euch aber was vorgenommen. Getötet. Wir werden euch jagen, euch foltern. Euer Blut ist unser. Ihr könnt nicht aufhalten, was kommt. Keine Hoffnung für Zuldazar. Keine Hoffnung für euch. Gahun kommt! Gahun erwacht! Mann, sind die sauer. Ich habe schon wieder was aufgewertet bekommen. Ja, haben wir hier mal eine neue Brust. Aber sieht insgesamt schon besser aus. So, wo ist denn der nächste Flugpunkt? Der könnte eventuell hier in der Basis sein. Und damit könnte ich dann runter zum Hafen fliegen. Den Flug kennen wir ja mittlerweile ein bisschen. Wen haben wir denn da? Ihr seid ein Hamling. Was gemacht? Braucht ihr ein bisschen Voodoo? Ihr könnt doch nicht. Ihr dürft keine Loa umbringen. Warum nicht?
Entspannt bleiben, Mann. Bin ganz entspannt. So. Flugmeister Rino. Ah, hier. Und wow. Okay, jetzt sind wir schon einmal fast hier durch. Wir haben auch wieder einen Azarit-Bonus. Das dürfte... Okay, das verteilt sich so ein bisschen. Also wir haben jetzt, hier haben wir drei, da haben wir eins und hier haben wir jetzt auch eins. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, schmutzige Transfusion, einen besudelten Sumpf erschaffen, nicht Schlumpf, dem Gesundheit entzieht, dann dürft ihr nicht bewegen, oder Schildschlag erhöht meinen Blocken. Schaden wird auch, von Schildschlag wird auch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, ich gehe mal hier, das, sowas hatte ich noch nie, also quasi, dass ich die vergiften könnte. Machen wir so. Und wir haben auch schon, dann können wir ja schauen, wenn wir nach unten fliegen. Also schon einige Sachen hier ersetzt mit Pyrewert. Klar, wir haben noch hier so einen 161er. Aber ein paar Sachen haben wir schon so auf 200 oder mehr. Fehlt quasi noch eine epische Questbelohnung mal, was ja auch manchmal geschehen kann. Ich will mich nicht beschweren. Ich hatte, glaube ich, jetzt zweimal, war einmal die Einblendung hier aufgewertet auf blau. Also nicht immer nur meckern. Jetzt können wir da oben einmal einen König zuwinken, beim Vorbeifliegen. Hallo. Und dann noch runter zum Schiff. Das hier auch angezeigt, wie früher. Ach, guck mal, es sind schon 2 von 3 Truppen bereit. Nächster in 26 Minuten. Finde ich jetzt spannend. Aber das heißt, wir sollten es machen können. So. Oh, dann noch weiter runter. Dann schauen wir uns die nächste Mal. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass hier auf einmal das Ding weg ist und ich nicht mehr rüberkomme. So, wählen Sie jetzt mal ein. Eigentlich egal, wir können mal hier den Rexa. Moment, wir müssen vielleicht erst Truppen abholen. Ah, guck mal, die sind auch noch verschieden. Das ist mal was anderes. Mönche und noch was anderes. So, erstmal setzen wir den ein. Und hier brauchen wir jetzt die Mönche der Huyen, weil die halt die Fähigkeit zum Kontern haben. Und mehr müssen wir nicht hinschicken. Das heißt, wir könnten natürlich noch mehr einsetzen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht 2 kleine Azarit-Splitter. Und die wird 4 Stunden dauern. Und an dieser Stelle mache ich dann jetzt, wie ich vorher schon angedeutet habe, einen kleinen Schnitt. Und bis zum nächsten Mal.